Hi, freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um die Kugel. Die Kugel als geometrischen Körper kennst du bestimmt. Wir stellen uns heute die Frage, wenn wir mit einer Kugel im dreidimensionalen Koordinatensystem hantieren wollen, wie können wir festlegen, welche Punkte des Koordinatensystems Teil der Kugel sind und welche nicht? Das heißt also, welche Bedingungen müssen die Punkte der Kugel überhaupt erfüllen? Dazu braucht man die Kugelgleichung. Die Kugelgleichung gibt uns eben eine Gleichung an, welche die Koordinaten der Punkte, die Teil der Kugel sind, erfüllen müssen. Das heißt, mit Hilfe der Gleichung kann man ganz leicht überprüfen, ob ein gegebener Punkt Teil der Kugel ist oder eben nicht. Man muss hierbei zwei Fälle unterscheiden. Im ersten Fall liegt der Mittelpunkt der Kugel im Ursprung, hat also die Koordinaten 0, 0, 0. Im zweiten Fall hat der Mittelpunkt ganz allgemeine Koordinaten im 1, im 2 und im 3. Er muss also nicht im Ursprung liegen. Wenn wir vom ersten Fall ausgehen, das ist der etwas leichtere Fall, dann haben wir hierbei auch nochmal zwei Möglichkeiten für die Form der Kugelgleichung. Wenn wir entweder in Vektorschreibweise bleiben wollen, dann können wir die Kugelgleichung so angeben. K-Doppelpunkt steht für Kugel, wird definiert dadurch, dass für die Ortsvektoren oder für den Ortsvektor der Punkt der Kugel gelten muss. Wenn ich diesen quadriere, dann erhalte ich eben genau R-Quadrat, also den Radius im Quadrat. Andererseits kann man das Ganze auch in Koordinatenform angeben, also ohne Vektoren. Hierbei haben wir dann eben K-Doppelpunkt für Kreis. Es muss gelten, dass x1 im Quadrat plus x2 im Quadrat plus x3 im Quadrat R-Quadrat ergibt. Also R nochmal nebenbei ist der Radius der Kugel und x1, x2 und x3 sind hier dann eben die Koordinaten von einem Punkt P. Genau, ein kurzes Beispiel. Wenn du etwa die Kugel gegeben hast, die deren Mittelpunkt eben im Ursprung liegt und die den Radius 6 haben soll, dann kannst du jetzt auf zwei Arten eine Kugelgleichung angeben. Die erste Möglichkeit in Vektorform, da setzt du einfach hier für R eben 6 ein. 6 im Quadrat ist 36, entsprechend hast du diese Form hier. Oder aber die Koordinatenform, hierbei muss dann eben auch für R 6 eingesetzt werden und dann können wir das eben noch vereinfachen, weil 6 im Quadrat 36 ist, der Rest bleibt aber einfach stehen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Punkt P bekomme mit irgendwelchen Koordinaten und ich wissen möchte, ob der auf der Kugel liegt, dann kann ich einfach diese Koordinaten hier einsetzen, jeweils quadrieren und dann überprüfen, kommt dabei eben 36 raus oder nicht. Dann gibt es noch die zweite Möglichkeit, wenn der Mittelpunkt eben nicht im Ursprung liegt, sondern irgendwo anders. Eigentlich relativ ähnlich dazu, wenn du hier die Vektorform der Kugelgleichung angeben musst, musst du darauf achten, dass du eben hier nicht nur Ortsvektor x hast, sondern Ortsvektor x minus Ortsvektor m. Das dann erst quadrieren, muss R-Quadrat ergeben oder hier entsprechend auch koordinatenweise. Gilt dann eben x1 minus m1 im Quadrat plus x2 minus m2 im Quadrat plus x3 minus m3 im Quadrat ist gleich R-Quadrat. Genau, hier ebenfalls nochmal ein paar Beispiele. Also Beispiel 1, du hast eine Kugel um den Punkt A mit dem Radius R gleich 3. Du sollst eine Kugelgleichung angeben, dann kannst du das entweder in Vektorform machen, also ich muss hier auf den Fall zeigen, in Vektorform, dann habe ich eben Ortsvektor x minus den Ortsvektor vom Mittelpunkt, also minus hier in dem Fall diesem Vektor, also in Vektorschreibweise, soll R-Quadrat ergeben, also 9, beziehungsweise in Koordinatenschreibweise habe ich dann eben x1 minus 3 plus x2 minus 2 plus x3 minus minus 5, also plus 5. Das heißt, hier immer auch aufs Vorzeichen achten. Das jeweils Quadrieren muss 9 ergeben. Ein zweites Beispiel. Du hast eine Kugel um den Punkt P. Da siehst du auch wieder, der Mittelpunkt liegt auch nicht im Ursprung.
Und diese Kugel soll außerdem durch den Punkt Q gehen. Das heißt, in diesem Fall haben wir nicht einfach einen Radius angegeben, das wäre so der einfachste Fall, sondern wir haben einen zweiten Punkt Q angegeben. Wenn wir aber wissen, die Kugel liegt oder hat den Mittelpunkt P, soll außerdem durch Q gehen, dann wissen wir, dass der Radius eben genau der Länge des Vektors PQ entspricht. Das heißt, wir gucken uns den Verbindungsvektor PQ an und dessen Länge, und das ist dann eben unser R. PQ, nochmal zur Wiederholung, den Verbindungsvektor berechne ich in dem Fall, indem ich den Ortsvektor von Q minus den Ortsvektor von P nehme. Das heißt, ich rechne 4 minus 1, das ergibt die 3, 5 minus 2 ergibt ebenfalls 3 und 2 minus minus 3 sind 2 plus 3, also 5. Das heißt, so sieht der Verbindungsvektor hier aus. Jetzt brauche ich noch seine Länge. Das ist dann eben mein R. Die Länge eines Vektors berechne ich, indem ich die Wurzel von den Quadraten seiner Einheiten Einträge nehme. Das heißt, ich nehme 3 im Quadrat plus 3 im Quadrat plus 5 im Quadrat. Das addiere ich. Dann habe ich hier 3 im Quadrat, das gibt jeweils 9. Plus 9 sind 18, plus 25 sind eben meine Wurzel 43 dann insgesamt. Das heißt, unser Radius hat hier ein bisschen komisches Aussehen, ist aber nicht schlimm, da wir bei den Kugelgleichungen immer ein r² hier stehen haben, fällt dann auch die Wurzel eben weg bei den Gleichungen. Das heißt also, die erste Möglichkeit in Vektorform, da schreibe ich eben wieder Ortsvektor x minus Mittelpunkt, also Ortsvektor vom Mittelpunkt. Mittelpunkt ist bei uns der hier. Entsprechend ist gleich r². Wurzel 43 im Quadrat ist 43, beziehungsweise dann eben noch in Koordinatenform. Da setze ich dann auch wieder die Koordinaten vom Mittelpunkt hier jeweils ein. Hier muss man ebenfalls aufpassen. Ich habe hier x³ minus minus 3, also plus 3, ist eben 43. Genau, so viel schon mal zur Kugelgleichung. Ich würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dann.